Heute, wir machen einen Ausflug zum Jahrmarkt. Bisschen locker, bleib mal locker, Anna. Und allgemein bekanntlich ist dieser Markt zum Ja-Sagen da. Ja. Deshalb reden meine beste Freundin und ich gegeneinander in einer extremen Runde Ja-Sagen an. Trinken! Ja, trinken jetzt! Oh, es ist so glitzig! Es wird dieses andere unangenehm. Es wird wild und es werden Dinge geschehen, die uns freundschaftlich noch auf eine tiefere Ebene bringen. Ey, ich pack mir die Hose aus. Jetzt geht's aber richtig los! Oh mein Gott. Viel Spaß bei Ein Tag Ja-Sagen. Oh mein Gott! Geil war's, oder? It's me! Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella. Hinter der Caramella steht die Crew. Wen haben wir denn heute als Special Guest dabei? Das ist Anna Bocella. Könnt ihr gerne auf Instagram folgen. Würde ich euch nicht empfehlen, aber ist in Ordnung. Jeder kann frei entscheiden. Vielleicht hört ihr im Hintergrund schon ein bisschen Geschrei. Das liegt daran, dass ich im Hintergrund Achterbahn befinden. Wir befinden uns nämlich gerade auf dem Weg zum Schützenfest. Und ich dachte mir, aus diesem besonderen Anlass spielen wir doch mal eine Runde Ja sagen. Denn wir sind sehr positiv und lieben es, Ja zu sagen. Sind Sie aufgeregt? Was musst du antworten? Ja, genau. Das Ding ist, wer Nein sagt, ne? Gibt's nicht. Hier, es muss immer Ja gesagt werden. Immer das Ja. Das sind die Regeln und ja, wir müssen jetzt anstehen wegen Corona-Maßnahmen und so und dann geht's ab. Ich bin bereit für den Kampf. Aua. Anna ist ja Tanzlehrerin und so, ne? Zeig mal, wie Breakdance funktioniert. Um das hier ganz entspannt zu starten, holen wir uns erstmal was Gesundes, ne? Na, komm. Ey, wenn ich jetzt direkt einen bekomme. Ey, perfekt, ich schwöre, ich sag. Yeah! Egal, ich hab hier noch 9 Euro zu klein. Das war schlecht, Digga. Oh, das nennt man Glücksspiel. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, habe ich gehört. Was sagt ihr? Ja. Wir drücken alle zusammen hier drauf. Yeah! Ja! Nein! Nein! Jetzt aber alle von 1 Power! Also das schon! Ey, oh mein Gott! Das geht nicht! Wir geben jetzt unser Geld für ein richtiges Essen auf! So! Ich seh schon, wo wir hier stehen! Wir können ja mal kurz zeigen, wir stehen gerade vor Airbrush Tattoo. Und nein! Warte mal! So, und die Rache 6 Tage. Für eben! Die Rache für eben! Die habe ich mir auch schon wunderbar herausgesucht. Schauen wir doch mal hier um die Ecke. Oh, was sehen meine Augen da? Kim. Ja. Hast du Bock auf so ein Thug-Life-Tattoo direkt auf deinem Hals? Was? Das hält 6 Tage. Ja. Im Urlaub. Ey, wollt ihr mich flachsen, Digga? Nein, ich fliege morgen in einen wichtigen Business-Meeting und so. Ich kann nicht mit Sackleim auf meinen Hals rumlaufen, Mann. Ja, ich kann ja nichts anderes sagen. Also. Ja, ich hab so Bock. Geil. Ja. Ich kann einfach die 360. Als würde ich so asiatisches Essen bestellen. Wäre jetzt viel chilliger auf jeden Fall. Darf ich das auch noch selber bezahlen? Na klar. Unbedingt. Ja. Danke. Möchtest du es selbst bezahlen? Ja, ich möchte es super gerne selbst bezahlen. Nicht? Oh bitte, das geht auch noch in kleiner Einnummer, ne? Ich meine, hier wird das nicht funktionieren, oder? Sowieso unbedingt da. Ja, unbedingt. Ganz normal. Du musst deinen Hals ganz normal machen. Hässig. Du versuchst das, du hast es schafft. Okay. Ey, mein ganzes Make-up geht ab. Tut das weh? Das ist immer, ne? Es wird nochmal richtig Farbe aufgefüllt, weil große Fläche, große Dings. Okay. Ich sterbe doch. Digga, das sieht so scheiße aus. Ey, ich hasse euch. Nicht reden. Mach mehr Atmen. Okay, ich atme nicht. So, warte, noch nicht runtergehen. Bleib so. Ey, geil. Sieht Gangster aus. Unnormal. Bin ich 50 Cent oder bin ich 1 Euro? Du bist schon 1 Euro. Ist gut, es riecht besser als ich sonst rieche hier. Sehe ich aus, ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Du bist schon gut abgepackt. Das ist so krass, Digga. Das ist so krass. Bist du so lange, Alter? Eine Woche? Sie fliegt morgen in Urlaub. Was meinst du? Was hast du gedacht? Scheiße!
Minimum. Danke. Nagellack entfernen. Nagellack entfernen. Nein, nicht sagen. Oh. Dann schau einfach, your tattoo. Oh mein Gott, nein. Das Video war deine Idee. Ich sehe so, oh mein Gott. Ich bin frisch krass. Free Kill. Wir sind auf Gangster hier, los. Ich klau den Gürtel. Oh, bitte! Mann, Scherz, ich mach das natürlich nicht. Stopp! Das ist jetzt meine Mut, Anna. Kim. Das sag ich dir ganz Kim. Ehrlich was. Kim. Ja, hast du Bock? Ja. Dir einen kleinen süßen Oktopus auszusuchen? Ja. Egal, was du bestellst, du redest immer über den Oktopus und bestellst Samen. Ja. Ja! Darf ich den auch selber bezahlen? 8 Euro für so eine scheiß Oktopus! Oh mein Gott, mein Leben ist so geil! Hast du Lust, deine Stimme noch ein bisschen höher zu verstellen, wenn du damit redest? Ja, natürlich! Churras, bitte! Perfekt! Mit dem Tattoo dann auch noch! Das sieht so echt aus! Das sind 8 Euro. 8 Euro, natürlich! Ich liebe deine Videos. Ehrlich? Hä, wie geil! Dankeschön! Ja, Hammer, Alter! Anna, mach dich gefasst auf was! Das sieht so geil aus! Jetzt hab ich mal eine Frage. Habt ihr beiden Lust, auf dieses Ding drauf zu gehen? Also ich muss sagen, ich hab wirklich unnormal Bock. So, bei mir ist so... Bei Anna ist halt eher so... Aber Gisem, hast du Bock zu bezahlen? Das Ganze für uns, den Spaß, den nächsten Stunden. Du bist scheiße. Ja, ich bezahle. Danke. Keine losen Gegenstände mitführen. Ey, Anna, hast du Bock, ne, deine Schuhe aufzumachen? Ne? So ganz... Hallo. Nein, das ist lebensgefährlich. Das ist nicht lebensgefährlich. Nimm doch mal ein bisschen deine Schuhe auf, oder? Weil die könnten ja verloren gehen. Ja. Ja. Nein, bitteschön. Danke. Mach es. Das sieht mir noch ein bisschen zu steif hier aus. Ein bisschen locker. Bleib mal locker, Anna. Bleib mal locker. Ah, die sind eh schon eine Nummer zu groß. Sind die jetzt locker genug? Ey, hier vorne ist noch Mann, Platz. Ich hab schon mittleren Herzinfarkt, weil ich so Angst davor habe. Das sind super. Mach deine Cappy ab. Lass deine Cappy auch auf. Anna hat noch beide Schuhe an. Ja, ich hab... Hast du noch Bock? Ja. Wobei, ich muss sagen, das Schlimmste, also wovor ich ja schon die ganze Zeit Angst hatte... Das guckst du schon so. Wir haben das Video nicht mal angefangen. Nein. Oh, ja. Yes. Das Video heißt übrigens Ja sagen, by the way, nicht Nein. Das haben wir jetzt eigentlich hinter uns, deswegen... Darf ich auch machen? Ich gleich. Hechten wir. Interaktives Pommes-Spiel. Ich hab's gesagt, genommen. Ah. Fechten wir mal. Ja. Eigentlich wollte ich das nur essen, aber das ist in Ordnung. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Autoscooter. Kim, hast du Bock? Ja, klar. Ich mag Autoscooter, ja. Hast du Bock, eine Runde Autoscooter zu fahren? Ja. Hast du auch Bock, ganz alleine mit deinem Wagen in die Mitte zu stellen und nicht zu fahren? Ja. Dann letzte. Ich hab noch eine Frage. Da stehen doch immer so ein Chip, 2 Euro, 3 Chips und das Höchste, was es gibt, an Chips zu kaufen und das die ganze Zeit zu machen. Ja, geil. Soll ich da jetzt eine halbe Stunde sitzen oder was? Ja, ist ja doch lustig. Es sind 6 Chips für 10 Euro. Es ist auch so voll, Alter. Kann ich auch anstatt die Chips, da rein? Thank you.
das war so dumm, ne? Oh mein Gott. Ey, die Leute, ich habe wirklich 5 Fahrten mit dem einen gleichen Typen da verbracht, ne? Und er dachte sich die ganze Zeit, was macht er so? War doch mal. Ich so, ich kann nicht fahren, sorry. Es wird Zeit, wir holen uns Churros. Du darfst dich schon dahinter stellen, so vor dein Gesicht halten. So, ja, Churros mit Nutella. Okay. Aber schön süß, ja? Also mit viel Nutella. Soll ich böse bestellen? Ja. Kannst ja jetzt nicht anders antworten. Hallo. Ich hätte gerne Churros. Danke. Ich hätte gerne eine große Portion Churros. Nutella. Das muss so unangenehm sein, Kim. Zimt und Zucker. Groß. Ganz groß. Juhu. I just flipped the switch. Jetzt bin ich so glücklich. War so eine Rosa oder wie? Jetzt bin ich glücklich. Ey, das war so asozial, Alter. Leute, ich krieg dafür alle. Boah, das muss so unangenehm gewesen sein. Boah, das war echt Hunger. Du hast aber auch richtig Ja, ich hab schon ernst das genommen. Ey, ich esse das erste Mal in meinem Leben diese Dinger. Mmh, lecker. Oh mein Gott, Kim, dieser Song. Hast du Bock zu tanzen? Mach uns doch mal eine kleine Show. Yes, we love it! Yes! Die motivieren mich, was soll die Scheiße? Gisem und ich fahren jetzt hier eine hammermäßige Runde, Alman. Mir ist schlecht. Alter, Kim. Ja, weil wir gerade so viel gegessen haben. Nicht husten. Darf auch nicht mögen, oder so. Ich husten, ich mögen gar nicht. Darf ich atmen? Auf der Seite. Kann ich mir ein Lied wünschen nur? Genau, das sollte ich. Den Stress einfach abschütteln. Das Ding ist, wenn die so merken, man hat Bock, dann machen die noch mehr und schneller und so. Schneller! Eigentlich macht man sowas beim ersten Date, weil dann rutscht man ganz schön eng zusammen, ja, und dann kommt leider. Dann hat man direkt so eine Ebene durchbrochen. Freunde, Anna ist schon lange nicht mehr gefahren, habe ich das Gefühl irgendwie. Ich habe hier so einen kleinen Becher mit Wasser vorbereitet. Hast du Bock, auf diese Achterbahn zu gehen, währenddessen du diesen Becher hältst und dann so versuchst zu trinken? Ja! Yeah. Also, ich erhoffe mir dadurch, dass Anna ihren wieder sich hydratisiert. Ja, ihr wisst schon. Hier geht's hoch, meine Hände sind voller Wasser, ich will mein Handy nicht auf... Anna, an dein Gesicht, du musst trinken. Ich will sehen, wie du das hier inhalierst, das Wasser. Trinken! Oder lässt du das lieber? Lassos lasse ich lieber. Kennst du nicht Bock, so ein ganzes Lasso, das ist schon ziemlich lang, in deinen Mund reinzustecken? Auf einmal? Auf einmal? Ja, klar. Nicht Achso. Vorher abbeißen, sag mal. Regelverstoß! Kannst du einen Soundeffekt einfügen? Ja. Schon ziemlich lang. Ja, passt schon nicht. Du hast aber richtig Hunger, ne? Das Rübock, das Ganze. Das ist wie so eine Dschungelprüfung. Du musst eine Liane essen. Los, das muss da auch noch rein. Oha, stabil! Stabil! Mal ein angesabbertes Ding in den Mund zu stecken. Oh wow, das ist echt Freundschaft, Digga.
du bist anders. Ich schwöre, das ist jetzt. Boah, das ist so ich. Sie hat fast gekotzt. Sie hat sogar gewürgt. Ja, habe ich richtig Lust. Pass auf, es fällt runter. Kim, du isst ihn auch vom Boden. Ey, das ist so widerlich, Anna. Es ist so nass und so zuckrig. Und es ist bestimmt weich. Ey, sorry, das war so tief in dir drin. Nein, es war nicht bis ganz hin. Sonst hätte ich ja mich übergeben. Oh, es ist so glitschig. Dafür doch. Ja. Das ist echt eklig. Wobei, ganz ehrlich, wenn es hart auf hart kommt, teilen wir. Oha, das passt ja locker bei dir in deinen Mund. Nein! Achtung, da kommt eine Schlange aus deinem Mund. Vorsichtig, vorsichtig. Die muss gefangen werden. Also, ich bin gespannt, wie lange das Tattoo hält. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt sind unsere Mundhöhlen auch wieder frei von Bakterien. Ach, nein, stimmt, Schlecht. Deswegen habe ich das gemacht, weil. Das war ein bisschen zu übermütig. Meine Zunge brennt. Ja, ich dachte jetzt nach dem Lasso. Ey, wir sind bis zum Schluss geblieben. Gib mir einen Bonbon. Und nächste Woche Mittwoch geht es weiter. Ich bin spontan und ganz alleine auf Deutschlandtour mit meinem Van gegangen. Ich habe ihn gepimpt, fremde Leute mitgenommen und einfach crazy Dinge gemacht. Falls du sehr sad darüber bist, dass Sonntag kein Video kommt, kannst du gerne Samstag um 11 Uhr bei dem Livestream auf Instagram dabei sein. Dort werden wir ein bisschen quatschen, ein bisschen chillen, ein bisschen yeah.